Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass ich überhaupt heute so lange durchhalte, weil ich schon den ganzen Tag ziemlich platt bin. Oh, Knospi. Habe ich nicht gefangen, weil ich es außerdem vorhin weggebrannt habe. Den müsste ich noch fangen. Die Frage, ob ich den jetzt einfach bekomme. Käfer-Pokémon ist das nicht, oder? Dunkler Ort. Komm, ist dunkel hier. Im Winter schießt es die Knospe. Schießt es? Warum lese ich schießt es? Im Winter schließt es die Knospe, um der Kälte zu trotzen. Doch im Frühjahr öffnet es sie und verteilt Pollen in der Luft. Ich muss das Vieh abfackeln. Das verteilt Pollen? Ich bin allergisch gegen diese Scheiße. Zu Recht verbrannt. Gewaltiges Pokémon. Ist auch immer so, du bist voll müde, dann streamst du und bist dann wieder voll aufgedreht. Ja, eigentlich bin ich total im Arsch, ne? Ich hab sehr schlecht geschlafen, war auch sehr früh wach, hab dann auf den Hund stundenlang aufgepasst. War auch sehr anstrengend. Er war heute auch sehr aufgedreht. Ich gehe gerade nach vorne auf den Keks. Da drehen wir dich nicht immer auf 180. Ich weiß nicht, was ihr heute alle genommen habt, aber kriege ich auch was ab? Ich möchte auch. Gib mir auch was von dem Zeug, von dem Stoff. Warum ist jetzt Knospi in meinem Team? Irgendwie tausche ich aus Versehen immer die Pokémon. Das ist ja ätzend. Haspiro. Ich glaube, den habe ich nicht. Das auf 365. Also ich meine, ich kann es auch auf 69 versuchen, aber paar. Au. Nee, Med ist noch im Team. Irgendein anderes ist jetzt. Ich muss, glaube ich, mal ein bisschen besser aufkommen. Eigentlich drücke ich aber immer B, damit ich erstens den Namen nicht mache und. Nein, keine Ahnung. Oder nee, warte mal. Ich hab Kramo, dieses Vogelvieh habe ich weggemacht. Deswegen habe ich den Platz. Ah, okay, dann habe ich doch nichts falsch gemacht. Ich war gerade verwirrt. So. Entrollt es seine eingerollten Ohren mit voller Wucht, teilt er so Schläge aus, durch die selbst erwachsene Gegner vor Schmerz aufspringen. Der rollt also seine langen Ohren aus, um damit zu hauen. Unterhältig. Hihihi. Genau dein Pokémon. Da war ich sehr erstaunt. Warte. Ich hab's doch schon. Ich glaube, einen Raumpel habe ich auch noch nicht. Raumpel habe ich, glaube ich, nicht. Nee.
Wir kommen zurück, Duri. Wer will auch schon Wampel? Jetzt dein Ernst, Wampel? Ist das dein Ernst? Schießt dieses klebrige Zeug auf mich? Was soll das? Hat sich tapfer gegen dich gestellt, gerade so überlebt. Ich habe solche starken Rennens immer gefangen. Auch doppelte. Am liebsten frisst es Blätter. Wird es von einem Staralili angegriffen, schlägt es dieses mit den Stacheln an seinen Hinterteil zurück. Bald eine Beere. Sollten Stacheln oder sonst sein. Ja. Dieser Blick. Ich mach mich wahnsinnig, ne? Ich will mir ein Gift draus machen. Nein, warum? Bitte, oh Gott, wie habe ich denn wieder geguckt? Ich habe ja wieder Honig. Das schmieren wir mal hier ran. Also Lisa, möchtest du es sehen? Nee. Verzichte. Der Manager ist vorhin zum Gebäude von Team Galactic gegangen. Aber er ist immer noch nicht zurück. Was hält es ihn nur so lange auf? Aber ich. Ha. Der Fahrradladen schon vor dem zweiten Orden. Ja, aber ich kann noch nichts machen. Der Manager ist nicht da. Krieg leider nichts. Oh, das ist ein bisschen. Wohnanlage. Seit Team Galactic dieses Gebäude errichtet hat, ist die Atmosphäre hier ziemlich angespannt. Man weiß ja nicht mal, was sie da überhaupt treiben. Hi, ich bin der Hausarbeiter und halte hier 24 Stunden am Tag wachsam die Augen offen. Für mich sehen die aber zu aus. Hallo, hallo, ich bin Namensbewert. Ja, da ist er ja. Soll ich die Spitznamen deiner Pokémon bewerten? Das heißt jetzt Keks. Wolltet ihr noch eins umbenennen? Also den Clip, den ich jetzt gemacht habe, soll ich den dann löschen? Nö, lass ruhig. Ich habe schon ein paar GIFs, die wurden noch nie veröffentlicht. Ja, ihr wollt nur, dass ich noch mehr Kanalpunkte GIFs reinhaue, ne? Gebt es doch zu. Jirachi zu Jiraiya. Auch wirklich jetzt?
Na gut. Schreibt man ihn so? Ich hab das A vergessen. Wie geht man hier zurück? So, ne? Hör ich den ruhig? Oh Gott, ich muss mal kurz gucken. Oh, ich hab... Alter. Fast Chloe hier gelöscht, weil das gerade hochgegangen ist. Oh Gott, warum tue ich sowas? Wieso? Ah! Weiß sie so? Nein! So, also wir wissen, wo der Namenstyp ist. Der ist in... Hier in Ewig, genau. Ewig, genau, so spricht man es aus. Entschuldigung, hast du ein Pokémon namens Bamelin? Willst du es vielleicht gegen mein Plaudergeld tauschen? Nein! Da will die Otternase! Gegen Plaudergeld, das ist so ein papageiartiges Vogel-Pokémon, glaube ich. Unsere Arena-Leiterin Silvana geht manchmal in den Ewigwald. Ich frage mich, was sie dort macht. Was macht sie wohl da? Abhängen. Diese TMs habe ich jetzt schon so lange. Ehrlich gesagt brauche ich sie nicht mehr. Hier, hoffentlich kannst du mehr damit anfangen als ich. Heute wollen wir ein wildes Pokémon genau unter die Lupe nehmen. Ah, da hätten wir auch schon ein Exemplar. Ein wildes Kikugi. Trägt es etwa da etwas bei sich? Was mag das sein? Sehen wir uns das einmal näher an. Na, zeig doch mal her. Aua, mein Finger. Musst mich doch nicht gleich kratzen. Menno. Aber gut, wilde Kikugi können also ein Korn Wundersaat tragen. Vielen Dank, Kikugi. Hier hast du das Korn Wundersaat zurück. Aua, aua, jetzt hat es mich schon wieder gekratzt. Wie üblich habe ich es geschafft, ein Pokémon in Rage zu versetzen. Zeit zu gehen. Bis bald. Fuck. Darf einfach nicht wahr sein. Alles, was ich anklicke, endet einfach schrecklich. In den Untergrundhöhlen liegen schimmernde Steine auf dem Boden herum. Ich habe viele Sticker gesammelt, mit denen ich nun meine Pokébälle beklebe. Bald kann ich mich der Herausforderung der Superwettbewerbsshow in Herzhofen stellen. Arena-Orden sammeln, Wettbewerbe gewinnen. Es gibt verschiedene Wege, ein Sieger zu sein. Ich hoffe, du findest etwas, worin du der strahlende Gewinner sein kannst. Das ist der Hammer. Ich habe ein Like für meine Geheimbasis erhalten. Stimmt, war das in dem Teil, wo man Basis bauen konnte? War das der Teil? Basis? Ach, ich weiß das gar nicht. Schon so lange her. In irgendeinem Teil konntest du so eine eigene Basis bauen und dann dekorieren und sowas. Ich weiß aber nicht mehr, welcher Teil das war. Da ist die Arena. Mit der Erkundungsset die Untergrundhöhlen zu erforschen, macht total Spaß, nicht wahr? Ja. Alles, was ich anklicke, endet schrecklich. Lisa 28 fragt sich, was sie falsch gemacht hat im Leben. Alles. Alles. So ewig, ewig genau besuchst, musst du einfach mit dem Fahrrad dem Radweg entlang fahren. Add Quote. Kann man bei Tippi sowas machen? Sowas erstellen? Hey Liz, wir haben uns ja eine ganze Weile nicht gesehen. Oh, sag bloß, du weißt nicht mehr, wer ich bin. Ich bin doch Professor Ibis Assistent und außerdem der Vater von Lucius.
Ich bin eigens hergekommen, weil mich der Professor gebeten hat, dir bei deinem Abenteuer zu helfen. Also wie viele Pokémon hast du denn jetzt bist du begegnet, wenn ich fragen darf? Ach du liebe Zeit, du hast 38 Pokémon getroffen. Fantastisch, reife Leistung. Professor Eibe wird sehr erfreut sein. Hier, das ist für dich. Ein Sonderbonbon. Gib meinem Pokémon ein Sonderbonbon, steigt es sofort in einem Level auf. Damit kannst du schwächere Pokémon stark und starke Pokémon noch stärker machen. Wie du es einsetzt, ist natürlich dir überlassen. Und ich gebe dir noch einen Tipp. Glücklicherweise gehorcht dir ein per Tausch erhaltenes Pokémon nicht, wenn sein Level zu hoch ist. Doch wenn du erstmal ein paar Orden gesammelt hast, wird das schon. Du benötigst ein Fahrrad, wenn du auf den Radweg möchtest. Okay, hier geht's schon mal nicht weiter. Mobot hat, glaube ich, auch kurz. Okay. Wenn ich jemals eine Droge entwickle, wird sie Sonderbonbon heißen. Geil. Ewig genau ist auch nicht mehr das, was es früher einmal war. Auf zu den Fossilien. Ich arbeite im Bergbaumuseum in Ersalingen. Der Untergrundmann hat mir Tipps dazu gegeben, wie man Fossilien ausgraben kann. Und bevor ich loslege, werde ich nun auch dir einen Tipp geben. Beim Graben stößt du manchmal auf dunkle Steine. Sehr hart. Wenn du zu oft auf sie einschlägst, bricht die Wand zusammen. Merk dir das, dann kommst du mit dem Sammeln von Fossilien rasch voran. Ich war der Erste, der in der Untergrundhöhle gegraben hat. Deshalb nennt man mich auch den Untergrundmann. Oh Gott. Ich habe ein Geschenk für dich. Nutze es weise. Ein Erkundungsset. Geil. Verwende das Erkundungsset, das du in der Basis-Item-Tasche deines Beutels finden kannst, um dich in die Untergrundhöhle zu begeben. Ach ja, ich kann dir beibringen, wie du eine exzellente Höhlenforscherin wirst. Nein, 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 nein. Nein. Dieser Witz wird doch jetzt nicht gegen mich verwendet, wirklich. Ich sag doch mal, ich bin eine Höhlenforscherin und jetzt kommt das hier. Das ist doch scheiße. Das ist doch kacke. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, all die Streams wird das jetzt hier voll gegen mich verwendet. Das ist nicht. Das gibt's einfach nicht. Hallo, Danny. Liz, es verfolgt dich wohl in allen Spielen. Ja, jetzt geht's richtig los, Duri. Jetzt geht's richtig los. Als ob Lisa nicht schon Profi drin wäre. Ja. Und Schuld eines Kindes. Ich hab sie auch nicht mehr. Bye. Und, bist du interessiert? Warte, ich bin noch nicht bereit für die Höhle. Dann lass uns am besten gleich hier in die Untergrundhöhle gehen. Ganz leicht, die Untergrundhöhlen zu betreten. Verwende einfach dein Erkundungsset. Allerdings musst du dazu draußen sein. In Häusern oder Höhlen klappt es nicht. Und jetzt ab mit dir. Ich werde gezwungen. Ich werde gezwungen, in Höhlen reinzusteigen. Hallo? Alice, bist du etwa das erste Mal hier? Ja. Willkommen in Sinnohs Untergrundhöhlen. Diese Höhle bilden ein riesiges Netzwerk aus Gängen unterhalb von Sinnoh. Wie? Was ich hier mache, fragst du? Wie erkläre ich das am besten? Du kannst hier unten sozusagen alles tun, worauf du Lust hast. Du kannst unter anderem nach Schätzen graben oder eine Geheimbasis errichten. Genaueres erfährst du vom Untergrundmann in Ewigenau. Wenn du zurück an die Oberfläche möchtest, drücke einfach Y. Ich muss jetzt los, man sieht sich.
Weiß nicht mal, wie das hier ging, ey. Oh, Anton! Anton! Ja! Okay, die laufen hier einfach rum. Oh, meine Nase kitzelt so. Level 16 sogar schon. Anton, nicht sterben. So, wie viele schlechte Witze habe ich während des Nickerchens verpasst? Oh, viel zu viele. War schrecklich. Es war einfach furchtbar. Netzball. Wasser trocken. Also wir sind da hier unten. Na, feuchten drüber. Verschlimmert sich seine Kopfschmerzen, entwickelt es seltsame Kräfte, woran es sich später aber nicht mehr erinnern kann. Möchte jemand Anton sein? Anton ist cool. Anton ist super. Also ich mag Anton. Will jemand vom Chat Anton sein? Anton! Ich mag Anton auch. Wer möchte? Und dann Entoron werden. Ja, Entoron ist auch geil. Ist aber ein weibliches Anton. Ist egal, oder? Willkommen zurück, Yuki. Okay, also Nela, komm. Dann du. Schreib das richtig. Wo war ich jetzt? Bei V. Müsste passen, ne? Pokémon, was ich austauschen könnte. Ja, Knospi. Verpiss dich, Knospi. Ich hab direkt hier wieder angegriffen. Sag mal. Editza. Soll nicht schanken. Ersetzt. Bis zum PC. Ich hab leider nur Platz für 6. Eigentlich ganz knusper. Mhm. Diese Schnecke schon? Das ist die zweite Entwicklungsform, oder? Oh Gott, was war das denn? Töte es! Gut, das würde es. Der Schaden bringt jetzt eigentlich nichts, den ich gemacht habe. Ich versuche es trotzdem mal, das Vieh zu fangen. Schnecki, Schnecki. Es ist voll gruselig. Schnecke hat keinen Bock.
Aquawelle. Oh, shit. Da wollte ich zu viel. Wechsel mal kurz. So, Bedroher. Sehr gut. Bedroh mir dieses Pokémon, das es jetzt hier in diesen Ball reingeht. Und bleib drin. Die Schnecke sieht nach einem Pock aus. Möchtest du benannt werden? Also soll ich die Schnecke Pock nennen? Reed versucht Stafette zu erlernen. Ja, denke, es passt. Key. Was ist die Stafette? Tauscht den Anwender aus und überträgt alle seine Statusveränderungen auf das eingewechselte Pokémon. Gerne in die Box rumschnecken. Ja, Schleim da alles voll. Dein biegsamer Körper enthält keinen einzigen Knochen. Wird dein Körperteil abgetrennt, wächst es sofort nach. Geil! Das ist mega geil. Lacker. So. Das ist Piccolo. Nee, das wollte Pock möchte den die Schnecke sein. Was ist denn noch so schönes hier? Kannst du Pock keine Knochen mehr brechen? Nee, ich kann ihn auch nicht. Ich kann sogar. Ich kann rumschneiden und trotzdem, ne? Wächst alles wieder nah. Geht da hier. Wickelt sich das noch eigentlich? Ich sehe zum ersten Mal. Das sah schon aus wie Stufe 2. Warte mal. Ich hab die erste Version. Hier. Das ist, glaube ich, die erste Version und dann kommt die hier. Ja, weil die Stufe 2 hatte eben. Ich hatte die Stufe 1. Aber kann man hier nicht graben oder sowas? Oder nur erkunden? Ich weiß das gar nicht. Ben! Mit 20, okay. Nicht sterben, Ben. Nicht sterben. Nicht sterben. Ausdauer? Sehr gut. Sind ein bisschen stärker. Gott sei Dank. Halten ein bisschen was aus. Zack, tot. Das wäre traurig gewesen. Ben, bleib im Ball drinne! Fangrubbler. Ja. Schön für ihn. Rubbeln kann er. Kann er mal jetzt im Ball bleiben? Warn dich.
Okay. Was? Es bildet Feldknäuel, die vor statischer Energie nur so knistern. Dieses versteckt es zusammen mit Bären seiner Leibspeise in Baumlöchern. Das ist Ben. Der versteckt gerne Sachen in Löchern. Alles klar. Das passt zu ihm. Ja, das passt sehr gut zu ihm. Soll ich ihn jetzt Ben nennen oder Oachkatzel? Schreibt man das nochmal. Oach. So? Ohne A? Oder jetzt bin ich so. Also habe ich es richtig. Weiß ich nicht, ich will den eigentlich im Team haben, aber. Schwierig. Ich weiß nicht mal, was dieses legendäre Pokémon hier für Attacken macht. Entwickelt sich das auch noch zu irgendwas? Dann warte ich erstmal. Ich komme mich schon mal in Richtung Bett. Dann schlaf schön, No Name. Erhol dich auf jeden Fall gut. Das läuft dann nur über einen anderen TV. Nee, das entwickelt sich nicht. Okay, was macht denn das aber für Attacken? Ich kenne das jetzt gar nicht so. Ich habe es schon mal gesehen, aber ich habe damit nie jetzt irgendwie... Magneto? Magnetilo, okay. Ich sollte aber mal mit dem Pokémon heilen. Hätte ich mal vorher machen sollen. Und paralysiert ist es auch noch. Ich bin nicht weg. Ich nehme euch alle mit ins Bettchen. Ja. Oh. Oh! Psychos, Hierarchie. Psycho ist eigentlich cool, aber ich hab Med, das ist auch Psycho. Ich brauche nicht so viel Psycho. Ich will immer ein bisschen Abwechslung im Team. So verschiedene Typen. Psychotischer Med. Aber Stahltacken. Stahl ist eigentlich auch nicht so schlecht. So, ich sollte mich mal jetzt wirklich dringend heilen. Konnte man nicht auch irgendwie so rumgraben? Ich weiß das nicht mehr. Also so Löcher oder sowas. Wenn ihr wisst, was ich meine. Nein sehen. Sphären. Ich weiß, dass es hier so eine komische... Ja, diese Sphären gab, die man irgendwie... Welches Pokémon kriegt denn hier ein Level? Was mir auffällt ist, ich habe hier überwiegend weibliche Pokémon.
Nur mein Pampyro ist männlich. Miet ist nichts, divers und Hirai auch. Ich mache einfach mein stärkstes Pokémon noch stärker.